Ja, hallo. Wir sind in einem alten Gebäude von 1686. Unglaublich. Ja, durch das Glücksgenau habe ich mich jetzt durchgedrückt. Lass mal gucken, wie weit wir hier überhaupt was schauen können. Ne? Das Objekt ist eigentlich riesig groß. Erstmal im Keller. Ich mache das Licht ein bisschen dunkler, weil rundherum ein paar Häuser stehen. Ne? Das wird ein alter Heizkessel gewesen sein hier. Und hier ist natürlich jetzt. Das wird die Heizungsanlage gewesen sein. Ne? Schauen wir mal weiter. Da haben wir gerade eine Treppe gesehen in der Richtung, aber ich will erstmal hier schauen, was man hier so sieht. Ah, schaut mal, zugemauert. Ganz ehrlich, wenn man sich das vorstellt, von, also draußen stand drauf 1668. Wahnsinn. Das Fass, eine Mülltonne, eine alte. Was steht da? Ich kann es gar nicht lesen. Tanger Mühle, Knochen, Knochenleim, kann das sein? 50 Kilogramm netto, VEB. Mal eben gucken, ich kann es nicht lesen. Leimfabrik, kann ich jetzt nicht lesen. Kann ich leider nicht lesen. Zurück, wo wir die Treppe gesehen haben. Alte Gießkanne. Schauen wir mal, wie weit wir hier rein können. Straßenlaterne. Na gut, was heißt so alt? Sieht sie gar nicht aus. Schwer zu sagen, von welcher Zeit. Schon einiges zusammen fallen hier. Auch hier sieht er. Ja, ich kann das Licht nicht so lang hell machen. Da oben. Noch ein Loch in der Decke.
mal, der Verteilerkasten hier ist ja riesig. Alte Fenster, diese, die man hier gelagert hat. Nicht wundern, wenn das Licht mal schlecht ist. Ich muss es so ein bisschen nach unten regulieren. Okay, da ist nur eine Tür. Schauen wir mal, was uns in die Etage höher erwartet. Aber die Kasse. Ja. Recht baufällig das Objekt. Echt eine Schande. Ah, guck mal, hier ist das Loch, wovon ich eben gesprochen habe. Oder eben das Richter. Muss mal gucken, wie weit wir hier noch ungestört schauen können. Auch schaut mal hier. Boah, guck mal, wie die Toilette da hängt. Ja, so eine Art Tresor, ne? Hier auch wieder so ein, ja, so ein Tresor, ich nenne es einfach mal Tresor. Kassenschrank, Fabrik. Hier gehen wir nicht weiter, oder? Am Außenrand. Puh, Leute, Leute. Badezimmer. Toilette. Badezimmer. Das war gerade die Tür, die verschlossen war. Oh, ein Zimmer nur. Wieder ein Ofen hier. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen, weil ich muss das Licht hier ein bisschen dimmen.
wieder rausfällt. Zimmer hier an. Wunderschön, auch die Öfen. Ich will wirklich gleich nur hoffen, dass ich den Weg nach draußen wiederfinde. Da sind wir eben dran vorbeigegangen von außen. Das ist die alte, Mauer, Stadtmauer, weil ich ja nicht mal sagen, altes Gemäuer. Das ist Wahnsinn. Ja. Schauen wir mal, wie wir hier so wieder rauskommen. Obwohl, hier gucken wir mal hier so ein bisschen. Ganz ehrlich, Leute, wie viel Zimmer hat das Ding hier?
Flaschen gesammelt. Schön kühl der Keller. Nicht viel, seid mir nicht böse. Aber ich muss das jetzt ein bisschen dimmen. Hier sind wir gekommen, ne? Ja, das ist schon mal gut. Herrlich. Schau dich mal die Tür an. Ich hoffe es. Guck mal einfach mal. Ich wollte ein bisschen abkürzen, weil ich glaube, hier sind wir gar nicht lang gekommen. Hier waren wir eben. Oh, ja, ja. Genau, hier ist der kaputte Boden. Hier sind wir wieder. Ja,
Keller. Ausgang gefunden. Also mega, mega viele Rollen habt ihr gerade gesehen. Ne? Ich muss ein bisschen leise sein, auch ein bisschen weniger mit Licht arbeiten. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, so zu schauen. Ich muss jetzt noch das kleine Loch. Das erspare ich euch lieber. Da guckt ihr lieber nicht zu. Ja, alles klar. Dann bedanke ich mich. Ciao.